So, hallo zusammen, Freunde, zu unserem neuen Video in unserer Garage. Wir beginnen mal ein anderes Kapitel wieder, oder ein altes Kapitel machen wir mal wieder auf. Wir haben das schon mal gemacht auf dem Channel. Es geht um eine Tuning-Challenge. Da haben wir ja schon drei gemacht. Zweimal am Polo, einmal ab. Das heißt, für 200 Euro Budget, so weit wie möglich ein Auto umzubauen, ein bisschen Tuning-Klamotten ranzuklatschen, wie es Budget halt erlaubt. Und zum Ende des Jahres haben wir uns mal mit den Jungs hingesetzt, ob wir das nicht nochmal machen, aber mit einem anderen Budget, mit ein bisschen realistischem Budget. Und da haben wir uns ein Budget vorgestellt, beziehungsweise festgelegt, auf 1000 Euro. Das heißt, wir haben 1000 Euro Budget, um diesen kleinen Up ein wenig umzubauen und zu tunen. 1000 Euro, ja, es ist viel, es ist nicht viel. Es hängt immer davon ab, wie gesagt, es kommt immer aufs Auto an. Bei so großen Motorsport-Dingern, Autos, würde ich jetzt sagen, ja, bei so einem M4, BMWs, Audis, Mercedes, Mustang sind 1000 Euro nicht viel, weil alle Klamotten beginnen erst ab 1000. Sei es Felgen, sei es Fahrwerk, sei es, was hast du da noch? Ja, okay, ein Spoiler-Kit ist unter 1000 Euro vielleicht, aber alles andere ist richtig, richtig, richtig teuer. Auspuff auch, beginnt ab 2 Mille. Und bei so einem kleinen hier, bei so einem kleinen Dingen, ist es ein bisschen anders. Da sind 1000 Euro doch recht viel und da kann man schon einiges für machen. Man kann das Auto komplett verlieren, wenn man selber macht. 500 Euro Folie und ihr macht selbst. Man kann den Wagen Felgen verpassen und Folie, dann ist Ende. Man kann ihn folieren und tiefer legen, dann ist auch Ende mit Budget, weil die Dinger kosten auch so 400-500. Ich denke, ich habe die goldene Mitte gefunden. Das Budget ist verprasst, es gibt es nicht mehr. Hinter mir liegen ein paar Klamotten. Es ist noch nicht mal viel, aber dennoch, ich zeige euch mal was, was wir machen wollen. Also, wir haben hier einen Felgensatz für den kleinen Ab. In welcher Größe, was für Felgen, möchte ich nicht verraten. Das werdet ihr im Laufe der nächsten Videos sehen. Oder am letzten Video, beim letzten Video. Wir haben die Verlegungssatz von Aibach. Der wird verbaut. Wir haben jede Menge Zierstreifen. Wir haben Felgenfolie. Wir haben Sprühfolie, kurz gesagt. Wir haben ein komplettes... Der Karton ist natürlich schon geöffnet, weil der liegt schon seit über einem Monat. Ich musste nachgucken, ob die Sachen noch vollständig sind. Wir haben ein Spoiler-Kit für den Ab. Das ist interessant. Front, Schweller, Dach von CSR für den Kleinen. Das wird verbaut. Er wird tiefer gelegt. Er bekommt Felgen. Für euch, für die Show, fürs Video bekommt ihr auch noch ein Intake-Kit. Ein Sportluftfilter-Kit. Aber nicht so ein Filter, wie ich letztens mal hier verbaut habe, wo man den Filter einfach nur da dran klatscht, an die Drosselklappe. Das war's. Nein, wir bauen ein richtiges Intake-Kit für den. Da liegen schon die Klamotten da. Ein bisschen Schnickschnack. Ein paar Zierstreifen. Und als Bonbon für euch, ganz zum Schluss, aber echt nur fürs Video, bauen wir das hier noch ein. Eine Lachgasanlage. Bloß, dass ich die Lachgasanlage jetzt nicht an den Motor anschließe, weil so kleine Düsen habe ich nicht. Deswegen, man könnte hier höchstens 5 PS fahren. Oder 10 max. Mehr gibt es nicht, solche Düsen habe ich nicht, um die da zu verbauen. Deswegen verbauen wir ein Purge-Ventil. Ihr wisst ja, Fast and Furious, per Knopfdruck schießt das Lachgas einmal nach oben oder hier vorne raus. Oder wo auch immer, wie wir das dann wünschen, wie es letztendlich aussehen wird, werdet ihr in den nächsten, ich würde sagen, 3-4 Videos sehen. Wir werden ihn nach und nach umbauen, weil so viel Zeit haben wir jetzt nicht, um jetzt, ich würde sagen, um den ganzen Kram mit den Lackierungen, mit dem ganzen Kram hier zu machen, sind schon wirklich, ich würde sagen, 2 Tage erforderlich, dass der Wagen mal hier steht. Also jeden Tag mal vielleicht 10 Stunden dran gehen, weil das dauert doch. Ein paar Sachen müssen wir entfernen, müssen ein bisschen vorschleifen, ein bisschen lackieren. Ist ein bisschen Handarbeit, ist sozusagen mehr, wie das Budget eigentlich da, ermöglicht. Deswegen dauert das ein bisschen, aber ich freue mich, euch den Wagen in den nächsten Videos zu zeigen. Er wird sich richtig verändern, er wird richtig niedlich aussehen. Wie gesagt, 3 Sachen muss ich beachten. Legal muss der sein, das heißt, eintragungsfähig müssen die Sachen sein. Im Budget muss ich bleiben und er muss im Daily bleiben. Das waren die 3 Voraussetzungen. Deswegen sieht alles so aus, wie sie hier aussehen. Deswegen gibt es hier kein Gewindefahrwerk, das den Wagen am Boden legen könnte. Er muss ein Daily bleiben. Er muss noch weiterhin bequem zu fahren sein. Das gibt Aibach her. Deswegen freut euch auf die nächsten Videos, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.